Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir sind hier gerade im Camp Grimbach. Das ist ein Trekkingcamp. Ein Trekkingcamp ist ein Platz im Wald, wo man legal übernachten darf, sogar zelten darf. Und man muss das Ganze halt eben vorher entsprechend im Internet anmelden. Da gibt es meines Wissens jetzt nach dem Vorbild aus der Pfalz, was es schon eine ganze Weile gibt, über 10 Jahre glaube ich, gibt es jetzt noch eine zweite Reihe von solchen Trekkingcamps, nämlich hier eben im Nordschwarzwald, mehr oder weniger in und um den Nationalpark Schwarzwald herum, im Naturpark Schwarzwald Mitte Nord nennt sich das Ganze. Und das funktioniert folgendermaßen. Man geht da auf die Seite trekking-schwarzwald.de und da findet man dann eben eine Auflistung der diversen Camps, die es da gibt. Es sind, glaube ich, 5 oder 6 an der Zahl und kann bei denen dann eben entsprechend schauen, wenn man dann auf Buchen klickt, wann da welche Nacht noch frei ist. So, dabei gibt es zu beachten, dass das immer nur möglich ist in den Sommermonaten, also Mai bis Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Und da muss man dann halt schauen, wann da eben noch ein Plätzchen frei ist. Es gibt pro Platz immer 3 Zeltplätze. Also man kann pro Platz 3 Zelte pro Nacht entsprechend aufstellen. Dabei ist allerdings wichtig und zu beachten, die Plätze innerhalb vom Nationalpark, da sind pro Zelt nur 2 Personen zulässig. Bei den Plätzen außerhalb vom Nationalpark sind pro Zelt 3 Personen zulässig. Sprich, man bekommt hier auf dem Platz maximal, also hier, wo wir jetzt hocken, beziehungsweise sie liegt, ich hocke, bekommt man also maximal 9 Personen auf dem Platz. Und bei entsprechend den Plätzen im Nationalpark bekommt man maximal 6 Personen auf dem Platz. Wenn man den ganzen Platz buchen möchte, kostet das 30 Euro. Ansonsten kostet ein Zeltplatz 10 Euro für die Anzahl an Personen, die man halt eben entsprechend dabei hat. Also der Zeltplatz per se kostet was. Sprich, ist man zu zweit, sind das noch 5 Euro pro Nase und dann kann man sich entsprechend ausrechnen, was wäre, wenn man zu dritt wäre. Ne? Es gibt an diesen Plätzen jeweils eine Feuerstelle. Das hat uns jetzt nicht viel gebracht, weil gerade eine zu hohe Waldbrandgefahrenstufe herrscht und wir demzufolge auch kein Feuerle machen durften. Ist auch ausdrücklich verboten. Hätten wir auch nicht gemacht, wenn wir es gedurft hätten, weil ich das nämlich durchaus auch der Meinung bin, dass es derzeit viel zu gefährlich für jedes offene Feuer im Wald ist. Und zwar jedes offene Feuer. Sprich, ich würde jetzt auch einem Raucher, der hier vorbeikommen würde, rauchenderweise, ganz schnell klar machen, dass Rauchen derzeit böse. Das hätte ich schon das Bedürfnis, dass man sich dann da auch eben bei derart hohen Waldbrandgefahrenstufen, wie gerade herrschen, wirklich dran hält. Was gibt es sonst noch zu sagen? Ja, jedes dieser Plätzlein hat ein Klohäuschen neben der Grillstelle bzw. der Feuerstelle. Klohäuschen fand ich hier jetzt sehr, sehr schön, muss ich sagen. Kann man erstaunlich gemütlich drin hocken. Es gibt sogar Lesestoff, also nochmal die Benutzerordnung vom Camp an der Tür. Und da kann man in Ruhe nochmal alles durchlesen, was man darf und was man nicht darf. Am besten kommt man hier hin und geht erstmal aufs Klo, um sich in Ruhe nochmal die Benutzerordnung entsprechend durchzulesen. Aber da steht eigentlich nur vernünftiges Zeug drin, ne? Weil man halt nicht zu viel Lärm erzeugen soll. Man keine lebenden Bäume umsägen soll, wenn man Feuerholz haben will, davon abgesehen, dass die sowieso nicht brennen. Also jedenfalls nicht ohne jede Menge Napalm und ähnliche Hilfsmittel. Ich sehe übrigens so dämlich aus, weil es noch ein kleines bisschen frisch ist heute Morgen und ich deshalb noch dieses T-Shirt hier über mein stylisches Hemd gezogen habe. Die Frau ist der Meinung, ich sehe ziemlich dämlich aus. Ja, sie nickt. Aber das macht nichts, weil ihr seid ja Kummer gewohnt. So, und außerdem sind wir hier schön im schönen Buchenwald und dann können wir eigentlich im Wesentlichen noch einen Rundgang machen. Was vielleicht noch erwähnt werden könnte, ein YouTube-Kollege von mir, also sprich ein anderer Outdoor-YouTuber, das sind ja alles Kollegen, ich habe ja keine Konkurrenz, ich habe nur Kollegen, war schon mal hier und hat mal den Platz gereviewt. Tut mir jetzt leid, dass ich aus Versehen am gleichen Platz gelandet bin. Ich hatte nicht mehr gewusst, wo der genau war. Sonst hätte man sich ja nochmal einen anderen Platz jetzt spaßeshalber raussuchen können und angucken können. Aber von mir aus gesehen, von daheim, ist das halt der nächste gewesen. Deswegen habe ich den halt genommen, weil Sprit sparen. Ne? Und das war uns jetzt relativ wurscht, wo wir im Wald pennen. Wir wollten einfach nur gerne eine Nacht im Wald pennen und mal spaßeshalber einfach diese Plätze ausprobieren. Also das Angenehme mit dem Nützlichen kombinieren. Wir pennen ja auch so im Wald, ohne dafür 10 Euro zu zahlen. So ist das nicht.
Aber ja, man kann es ja auch mal legal machen. Und dann darf man immerhin zelten. Und das war jetzt auch ganz angenehm, mal wieder das Zelt entsprechend auspacken zu können. Ja, und auch das mit der legalen Feuerstelle ist natürlich nochmal so ein Zuckerle, weil es auch jetzt, auch wenn es jetzt gerade eben entsprechend nicht funktioniert. Habe mal im Gästebuch nachgelesen, was die Menschen, die hier so vorbeikommen, so zu sagen hatten. Abgesehen davon, dass die meisten relativ begeistert sind und erlebnisreiche Nächte zu zweit im Wald schildern und es irgendwie eine englischsprachige Gruppe gibt, die scheinbar entweder Raumfahrende aus der Zukunft sind, die sich hier in die Vergangenheit und auf den Planeten runtergebeamt haben. Das ist sehr unterhaltsam zu lesen. Und der Captain hat irgendwen getötet, weil er durchgedreht ist, weil diese Wälder einen seltsamen Effekt auf seine Psyche haben. Dann haben sie den Captain an einen Baum gebunden, aber er konnte entkommen, weil der Typ, der ihn festgebunden hat, so blöd ist, seine eigenen Schnürsenkel zusammenzubinden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja, schon sehr unterhaltsam. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, die Kritikpunkte, die die Trottel bisher hatten an diesem Platz, also das kann ich wirklich alles nicht nachvollziehen. Erstens, das Klo sei furchtbar. Hallo, das ist ein Plumpsklo. Für ein Plumpsklo ist das wunderbar. Das hat sogar eine Klobrille. Die Plumpsklos, die ich gewöhnt bin, sind einfach nur ein Loch in einem Brett, was auch funktioniert im Übrigen. Und riecht erstaunlich wenig noch, ist auch noch nicht so sehr gefüllt, sage ich jetzt mal vorsichtig. Man soll da bitte nach Gebrauch ein bisschen trockenes Material, um die Kompostierung zu verbessern, reinschmeißen. Sprich, entweder ein wenig Laub oder ein wenig Kalk. Kalk gibt es hier in so einem Fässchen, liegt hier aus, kann man sich dann nehmen und entsprechend ins Klo schmeißen. Ja, also das kann ich gar nicht nachvollziehen. Das Klo fand ich ganz hervorragend. Wer das eklig findet, der hat da keine Ahnung von, ne, Waldklos. Und das Zweite ist, dass die sich beschweren, dass hier kein Holz ausliegt, dass man das selber sammeln muss. Naja, das könnte vielleicht daran liegen, dass im Nationalpark sehr wohl Holz ausliegt. Also die Trekkingcamps im Nationalpark, die haben einen Holzvorrat. Was einfach daran liegt, dass man im Nationalpark natürlich nicht wild Holz sammeln darf und soll. Das macht auch durchaus Sinn, dass das dann nicht passiert, weil der Wald soll ja so möglichst unbeeinflusst bleiben, soweit das überhaupt möglich ist. Dass man da überhaupt Camps im Nationalpark zugelassen hat, überrascht mich ehrlich gesagt. Ja, es ist so. Ich finde das auch gut, aber es überrascht mich. Ich hätte es auch verstanden, wenn man gesagt hätte, nee, im Nationalpark lieber nicht. Machen wir die Camps lieber außen dran vorbei, beziehungsweise in der Randzone vom besagten Nationalpark. Ja, gut. Muss man halt wissen, wie man das dann tut. Ja, jedenfalls, dass man Holz sammeln muss, um ein Feuer zu machen. Das ist halt nun mal Standard. Also diesen Luxus, dass das Holz schon bereit liegt, das will ich ehrlich gesagt so also einem Wildniscamp in Anführungszeichen auch gar nicht haben. Und mehr Infrastruktur als das, was da ist, also eine sehr gut gesicherte Feuerstelle, plus ein Klohäuschen, plus schöne ebene Plätze zum Zelt aufstellen, würde ich es auch ehrlich gesagt für übertrieben halten. Leider gibt es hier trotzdem Flugzeuge. Was auch nochmal toll ist, bisher, nach dem, was ich auf der Karte so erkennen konnte, also die genaue Position des jeweiligen Camps, das man gebucht hat, bekommt man erst nach der Buchung. Da kriegt man dann eine relativ schöne Wegbeschreibung, so ein bisschen Schnitzeljagd, heißt das so? Artige Wegbeschreibung, wo man dann eben entsprechend hingeführt wird zum Camp. Das finde ich auch sehr cool, hat jetzt auch richtig Spaß gemacht, entsprechend den Weg hier so zusammenzusuchen, zumal wir noch in der späten Dämmerung unterwegs waren. Und ja, als wir hier angekommen sind, mussten wir quasi die Taschenlampe einschalten. In dem Moment, wo wir hier angekommen sind. Bis wir hier hingekommen sind, hat es gerade noch so gereicht mit dem Licht. War von daher ganz spannend. Und diese Camps liegen halt alle wirklich absolut ab vom Schuss, soweit ich das von der Karte her beurteilen kann. Hier sieht es jetzt von der Infrastruktur her nicht so aus, als wäre man jetzt mitten im Wald oder in die Wildnis in Anführungszeichen. Aber wir sind hier wirklich wahnsinnig ab vom Schuss. Also nächster Punkt mit Zivilisation ist eine Stunde Fußmarsch, eine gute Stunde auf jeden Fall entfernt und viel weiter weg. Vom nächsten Punkt mit einigermaßen Zivilisation kann man im deutschen Wald fast nicht mehr sein. Also wenn man es darauf anliegt, zum nächsten Zivilisationspunkt zu kommen. Also kann man sich echt nicht beschweren, dass dieses Ding zu nah an irgendwelchen Gebäuden oder sonstigen gelegen wäre. Okay, dann fällt mir jetzt zum reinen Erzählen gerade nichts mehr ein. Und dann gucken wir uns jetzt noch ein bisschen an,
was es denn hier so gibt. So, einmal Lagerimpressionen. Was man natürlich als ein bisschen störend empfinden kann, ist, dass das Lager hier direkt an diesem Weg liegt. Dieser Weg ist zwar eine Sackgasse und hört quasi ein Stückchen hinterm Lager dann auch auf, aber es gibt quasi eine potenziell autobefahrbare Zufahrt zu diesem Lager und das ist vielleicht dem einen oder anderen tatsächlich nicht so recht, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Hat einen Vorteil, nämlich sollte hier doch mal tatsächlich das Feuer außer Kontrolle geraten, dann ist die Feuerwehr in der Lage, hier relativ gut hinzufahren und kann hier in diesem Waldbereich ganz gut dann auch löschen. Ne? Und das hier ist jetzt eben die Sitzgelegenheit bei der Feuerstelle und die Feuerstelle per se, also wirklich schön gesichert, da kann also rundum nichts brennen, also das ist aus meiner Sicht ist das eine optimale Feuerstelle, kann man wirklich überhaupt nicht nörgeln, dass da was schief gehen kann. Wie gesagt, ist lange nicht mehr in Verwendung, der Stock, der da drin liegt, ist auch nicht von uns, Entschuldigung, weil er gerade von einer Mücke angegriffen, so, und die Obdachlose hier, die ist übrigens beim Preis auch nicht inbegriffen. Die muss man sich selber mitbringen, falls man eine haben möchte, die man da entsprechend hinlegen will. Die also selber einkalkulieren, dass man sich eine mitnimmt. Ne? Schatz? Ja, Schatz. So, es gibt dann von der Feuerstelle aus zwei Wege. Einmal hinter der Feuerstelle runter, da gehen wir gleich noch hin. Und einmal halt eben entsprechend hier hoch, wo ich jetzt gerade hingestapft bin. Und man beachte wirklich, dass es hier ein doch wirklich sehr überzeugend schöner Buchenwald, in dem wir uns hier befinden. Also so als Lagerplätzchenwald. Wirklich sehr schön geeignet. Und jetzt kann man hier schon sehen, da oben einmal eine sehr flache Ecke, hier eine sehr flache Ecke. Und man ist da sogar wirklich hingegangen und hat das entsprechend mit dem Schäufelchen oder mit dem kleinen Baggerchen vermutlich eher tatsächlich etwas begradigt, dass hier eine wunderbar ebene Fläche entsteht. Und besagte ebene Fläche ist auch echt groß genug für locker 3-Personen-Zelte. Also würden wahrscheinlich auch ein 4-Personen-Zelt hinpassen. Wäre auch kein Problem, darf man natürlich nicht aufstellen. Und das Ganze haben sie dann noch mit Rindenmulch belegt. Da kriegt man auch den Hering wunderbar rein. Also alles tippitoppi. Also da haben wir wirklich sehr gut drauf geschlafen. Ist auch ein schön weicher Untergrund. Relativ gut thermoisoliert. Man braucht also nicht allzu viel Isomatte, um da auch warm drauf zu schlafen. Ständig halt halber noch der obere Trekkingplatz, also Zeltplatz. Der ist hier ein ganz kleines bisschen steiniger als die anderen. Aber ich vermute, da kriegt man auch noch gut ein Zelt hin. Das wäre jetzt vielleicht eher was für ein etwas kleineres Zelt. Da unten hat ja eigentlich so ziemlich jedes Zelt Platz. Hier würde ich jetzt nicht unbedingt ein 3-Personen-Zelt großartig hinstellen wollen, aber würde auch gehen. Ja, und da befindet sich dann auch das Klohäuschen. Auch recht hübsch gelegen. Wenn man die Tür offen lässt, hat man sogar eine schöne Aussicht. Und also für meinen Geschmack wirklich relativ luxuriös. Ziemlich sauber, relativ geräumig. Es gibt sogar einen Schornstein, damit die Gase etwas besser abgasen können und nicht ganz so sehr das Klohäuschen verpesten. Geruchtechnisch ging es auch wirklich. Also da habe ich schon ganz andere Blumsklos erlebt. Das ist also wirklich sehr, 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 sehr schick, das Klohäuschen. Und da unten befindet sich dann Zeltplatz Nummer 3 mit diesem entsprechenden Zelt. Das gucken wir uns jetzt gleich noch ein bisschen genauer an. Der Weg darunter führt allerdings da hinten vom Grillplatz. Der liegt ungefähr da. Hier dann eben entsprechend runter und dann davor und dann nach da. Also es gibt unterhalb vom Grillplatz nur diesen einen Zeltplatz. Ja, und wie man hier eben nochmal schön sehen kann, hier jetzt auch nochmal mit einem Zelt als Größenvergleich. Ein 2-Personen-Zelt passt auf diese Plätze ganz locker und total wunderbar drauf. Überhaupt kein Problem, ein 3-Personen-Zelt, selbst ein super geräumiges, kriegt man da auch wunderbar noch unter. Also das ist überhaupt kein Problem. Und Heringe ließen sich wunderbar im Boden verankern. Wobei wir das Ding jetzt hier nur mit 4 Heringen aufgebaut haben, damit groß viel Wind jetzt im Wald natürlich nicht zu rechnen war. Und ja, Zeltaufbau ging auch gerade mal eine Minute, wenn überhaupt. Das war also eigentlich ganz einfach. Ne? Noch ein Blick ins Zelt. Tada!
Und das muss dann auch reichen. Und hier jetzt noch ein paar abschließende Waldimpressionen, damit man sieht, dass hier wirklich schön ist. Also wirklich ein schönes Plätzchen, kann man echt nicht meckern. Echt ein schöner Platz, um mal eine Nacht im Wald zu verbringen. Gerade für Anfänger natürlich toll, weil sie dann erstens zelten dürfen, zweitens noch ein Klo vor Ort haben, drittens keine Angst haben müssen, dass das irgendwie illegal wäre. So, und das wäre es auch schon. Und damit wünscht der seltsam aussehende Ben, es ist halt schon noch ein bisschen kühl gewesen heute Morgen. Jetzt wird es langsam wieder richtig warm. Er ist ja ohnehin super heiß zur Zeit, aber wenn man dann draußen gepennt hat, und wir hatten leider nur einen Schlafsack dabei. Eigentlich wollten wir noch eine Decke mitnehmen, die habe ich aber vergessen. Deswegen hat Evelyn den Schlafsack bekommen und ich habe halt nur so in Klamotte im Zelt übernachtet. Und daher bin ich jetzt nach morgen, also am Morgen, dann doch so ein ganz kleines bisschen gekühlt gewesen. Nicht unterkühlt, aber gekühlt, sodass ich jetzt halt eben noch dieses T-Shirt drüber gezogen habe. Hoffen, dass jetzt ein bisschen komisch aussieht. Aber das kann ich jetzt auch wieder ausziehen. Jetzt ist es entsprechend wieder warm. Und wir werden jetzt auch schön gemütlich zusammenpacken und dann machen wir uns wieder auf und davon, denn wir haben noch einiges vor heute. Auch das jedenfalls ein Beispiel für diese Trekkingplätze. Sicherlich eine sehr, 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 sehr gute Sache. Auch die Buchung ist super einfach. Achso, bezahlbar wahlweise über Vorkasse, das heißt man überweist es selber, oder PayPal. Ja, funktioniert also auch ganz gut, wenn man dann PayPal entsprechend eben hat und bereit ist, dieses zu verwenden. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Macht's gut und vielleicht kommt ihr hier mal irgendwann hin und könnt unseren Gästebucheintrag, Campbuch, Platzbuch, was auch immer, Eintrag entsprechend lesen. Macht's gut!